Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Prepper. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir müssen immer noch Bobs Brille finden. Dann müssen wir in den Wald und die Seilbahn reparieren. Vielleicht hängt das alles miteinander zusammen. Wir müssen illegalen Gegenstand finden und 99 Guarana-Pflanzen nach Jenny bringen. Heißt, wir haben eigentlich sehr viel zu tun. Elektrobauteile haben wir aktuell gar keine mehr, soweit ich mich erinnere. Wir schauen mal ganz kurz nach, aber ich meine, wir haben gar keine Elektrobauteile. Nee, Elektro ist ganz rar. Das heißt, Elektrobauteile müssen wir jetzt erstmal nachkaufen, würde ich sagen. Und zwar kauft man Elektrobauteile am besten bei wem? Das weiß ich nicht. So, dann schauen wir mal hier nach. $11 mal 30. Wir brauchen 30. Ah, ich krieg nur eins. Das ist schon mal gut. Das ist gut zu wissen, dass man immer nur einen kriegt. Okay, woraus kann man noch Elektrobauteile gewinnen? Da leider nicht, das verstehe ich nicht. Teppich, nee, brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Gar nichts. Dann hätten wir hier nochmal einen Teppich. Keine Ahnung, da brauchen wir eigentlich gar nichts. So, dann haben wir, ja, hier hatten wir Elektrobauteile, $11 das Stück. So, dann schauen wir mal hier nach. Aber da dürfte eigentlich auch nichts bei sein. Eine Leiter, die hatten wir noch hergestellt. Ne, Elektrobauteile auch nicht. Hier kriegst du auch. Hier können wir erstmal endlich unsere Zeitung verkaufen. Sogar zwei. Sehr schön. Supermarkt eher nicht. Gourmetladen, nee, auch nicht. Elektrobauteile, tatsächlich nur hier. Ich glaube, ab und zu kriegst du die auch nochmal irgendwo in einem Gerät. Oh, warte mal. Apropos Gerät. Wir haben doch hier noch ein Telefon, ne? Moment. Wir haben doch hier noch ein Telefon rumliegen. Da kriegen wir auch Elektrobauteile, ja. Nehmen. Brauchen wir doch eh nicht. So, zerlegen. Und ein Plastik kriegen wir noch. Sensationell. Aber die Telefone kann man irgendwo nachkaufen, das weiß ich. Da erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran. Dann schauen wir mal kurz. Also, hier ist auf jeden Fall Karotte ist schon fertig. Das ist sehr gut. Heißt, wir nehmen jetzt beide Karotten. Und, ey, weißt du was? Wir pflanzen direkt nach. Was soll der Geiz? Wir pflanzen direkt nach. Okay, hier nicht. Da war die Kiste. Karottensamen, genau. Und wir nehmen einmal Wasser mit. Zwei. Ja, komm, wir nehmen ein bisschen mehr mit. Weil dann können wir da unten direkt auch noch bewässern. Hier ist noch alles im Load. Load, Load, yep. Das heißt, wir pflanzen jetzt erstmal die Karotten ein. Pflanzen. Dann, pflanzen. Wir füllen Wasser natürlich auf. Dann haben wir, hier ist auch schon fertig. Hier können wir einmal abholen. Wir haben aktuell 6. Das ist okay. Ne? Also 6 Kanister mit Treibstoff haben wir. Plus die wir hier haben. 15, 15, 21. Ich denke mal, eins wird jetzt drauf gehen. Achso, ich wollte ja hier nachfüllen. Oder? Ja, ist zwar ein bisschen Verschwendung, weil da ist noch Wasser drin, aber ja, egal, komm. So, dann können wir den Rest Wasser wieder zurückgeben. Joa. Wasser zurückgeben. Ich bin am Überlegen. Also, Rucksack wurde nicht bemängelt. Das finde ich sehr gut. Sollen wir in die Höhle? Also, unten nochmal hin? Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Ja, komm, wir gehen nochmal da rein. Nehmen wir ein bisschen Essen mit. Einmal essen. So, dann packen wir die Möhren zurück. Wir haben aktuell... Ah, Mist. Ich packe auf jeden Fall einen Kanister. Okay, den können wir auch schon wieder abholen. Weil dann produziert er nämlich weiter. Wir können... Wir machen das so. Wir... 2 Kanister nehmen wir mit. 5 packen wir hier rein. Ich denke mal, mit 2 sind wir auf jeden Fall ziemlich gut aufgestellt, wenn wir in die Mine gehen. Ja. So, 49 Kilo. Das heißt, wir haben genügend Spielraum. Ich werde jetzt auch nicht zuerst in Etage 5 gehen. Sondern wir gehen direkt in Etage... Ich weiß gar nicht, welche... Die 6 oder diese Random-Etage, ne? Da gehen wir direkt hin. Weil wenn wir jetzt erst zu dem Gerät gehen, dann... Ja, dann müssen wir halt looten und das ist halt doof. Können wir lieber so lange da drin lassen. So, Ebene, Fragezeichen. 187 Schuss dürfte reichen. Wir müssen auf jeden Fall noch Holz holen. Auf jeden Fall im Wald noch Holz. So. Okay, was haben wir hier? Ich hasse so random, ne? Gut.
Dann gehen wir eins runter. Zwei runter. Junge, aus der Hüfte macht er die kalt. Okay. Ganz ruhig. So, achso, ja. Ich brauche eine Spitzhacke, stimmt. Die Spitzhacke haben wir hier. Wie war nochmal wechseln? X? X? Nee. C? Nee. Q? Q. Okay. Hier ist, glaube ich, ja gut, da ist halt... Junge, da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass ich die Spitzhacke hatte. Okay, hier haben wir nichts. Okay, weiter. Oh nö. So, weiter. Haben wir noch genug zu essen? Ja, auf jeden Fall. Könntest du mal bitte angreifen? Junge, steht er da und wartet. Junge. Okay. Komm schon. Oh. Boah. Ich sag mal so, das war knapp. Hat sich auch richtig gelohnt. Oh, ich habe auch gar nichts mehr zu essen mit. Sensationell. Na, das ist ja toll. Das läuft ja super. Vielleicht hätte ich mal so eine Falle mitnehmen müssen, ne? Na egal, komm. So, gehen wir noch einen runter. Runter. Shit, ich habe nichts zu essen mit, ne? Wie viele Kugeln habe ich noch? 137, ja, okay, genug. Ist das gefixt worden? Also, dass die nicht mehr kaputt gehen, die Dinger? Weil es heißt auf jeden Fall, bitte nicht sterben. Ist so. Okay, da kommt man auch wieder runter. Die Fledermäuse machen mir kein Kopfzerbrechen. Tatsächlich. Sagte er und stirbt da fast dran. Oh, ich könnte einen Snack gebrauchen. Du hast vollkommen recht. Ich gucke noch kurz hier, ob hier was ist. Okay, nehmen. Ja, dann ab nach Hause. Mist, ey, wie viel ist denn da jetzt draufgegangen? Ich hätte wirklich taktischer spielen können. Mit beispielsweise, sag mal schnell, mit Fallen. Ne, das hätte ich auf jeden Fall machen können. Aber da ging jetzt mal richtig Futter drauf. Ja, ich könnte Snacke brauchen. Gut. Ja, komm. Hoch. Komm. Eingang. So. Wie viel Fleisch habe ich jetzt von denen gekriegt? Weil das kann man ja schnell braten, ne? Gar nichts. Ich habe gar kein Rattenfleisch bekommen. Gar kein Rattenfleisch? Das ist aber komisch. Okay, das verwundert mich jetzt gerade richtig. Wieso habe ich denn kein Rattenfleisch bekommen? Nicht, dass das so lecker klingt, aber... Essen? Ja. Okay, dann kochen wir uns schnell. Karottensuppen? Ja. So. Zwei, ne? Okay, die sind noch nicht fertig. Pass auf, ich mach ganz kurz ein Nickerchen und dann gehen wir wieder in die Mine. Weil wir haben jetzt da ja schon ein bisschen aufgeräumt.
deswegen dürfte das ja eigentlich keine Probleme geben, ne? Wenn wir jetzt wieder in die Random-Etage gehen, oder? Sehe ich das falsch? Oder wird das resettet, wenn man einmal rausgeht? Na, ich hätte eventuell... ich hätte vorher noch mein Gepäck ausleeren müssen. Das war richtig doof. So, einmal runter. Wird resettet. Wird resettet, tatsächlich. Mist! Getreu dem Motto, aufgestanden, Platz vergangen. Boah, nee, das ist aber doof. Richtig doof. Ja, gucken wir wenigstens hier noch. Schmeiß mal weg. Nehmen lieber das hier mit. Bringt Geld. Öl haben wir ja so viel noch. So, den haben wir erledigt. Ja, 7 Gold haben wir jetzt aktuell und ein Amethyst. Das ist okay. Könnte natürlich mehr sein. Echt jetzt? Für einen? Bin ich so weit gelaufen? Really? Ist das hier nur zum Loot, zum Farmen? Krass. Das ist doof. Gut, gehen wir wieder nach oben. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ne? Boah, ist ja doof. Dass das resettet wird. Echt, also das hätte ich jetzt anders erwartet. Mist. Einerseits logisch, klar, das ist eine Instanz, aber... ja, okay. Man fügt sich dann dem Spiel, in dem Fall. Ist halt leider so. Aber wir haben 12 Metall rausgeholt und 2 Amethysten. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, komm, pass auf, wir machen das so. Genau. Wir gehen jetzt einmal schnell nach Hause. Verkaufen das Zeug. Und dann... So, jetzt ganz schnell verkaufen. Und zwar hier. So, handeln. Das schmeißen wir weg, das Öl. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kilo. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Mine. Ach, ich bin ja doof. Ich fülle ja noch die Maschine nach. Stimmt. Hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen. Wie viel Schuss haben wir eigentlich noch? 110. Okay, wir haben 70 Schuss verballert gerade. So. Dann holen wir da mal kurz Geld. Beziehungsweise Steine, die wir zu Geld machen, ja. Oh, das war aber knapp. Das war wirklich 5 vor 12. Oha. Okay, wie viel wiegt das? 48 Kilo. Das ist viel zu viel. Und das sind 25. Da kriege ich ja eh nicht mit. Wir versuchen aber hier noch ein bisschen... ich meine, das rennt uns ja nicht weg. Das Material, ne? Ne, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich würde gerne noch den einen Kanister da wenigstens reinballern. Ja, okay. Das kriegen wir nicht mit, ne? Und da kriegen wir auch nichts von mit. Okay, dann lassen wir das hier drin. 16 Gold. Machen wir für nächstes Mal. Ich weiß gar nicht mehr, was bringt ein Goldklumpen? 3 Dollar? 4 Dollar? Kann man das schmelzen? Nee, ne? Ich glaube, es gibt keine Goldblöcke. Kann man echt nur verkaufen. Hm? Gut, gibt Schlimmeres. So, dann gehen wir schnell einmal zurück. Bob müsste in der Zwischenzeit schon wieder da gewesen sein. Heißt, der wird sich jetzt nochmal auf die Fersen machen, hier hinzukommen. Einmal alles nehmen, genau. Und dann verkaufen wir nämlich jetzt... Dann verkaufen wir nämlich jetzt hier...
Okay, das ist ordentlich. Mal eben so viel Geld machen, ist schon gut. Die sind fertig. Nee. Warte. Hier hin. Ah, Mist. Erka, komm, pass auf, renn nochmal hier hin, bitte. Renn nochmal hier hin, weil dann kannst du nämlich hier einmal den Ofen nochmal anschmeißen. So, packen wir nämlich hier rein. Das nehmen wir auch mit. Pack mal hier das restliche Öl rein. Ja, ich gehe ja schon schlafen. Danke. Ah, Mist. Die Suppe dürfen wir nächstes Mal nicht vergessen. So, jetzt einmal schlafen. Ist aber schon 12:45. Haben wir lang durchgehalten. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.